Hallo Sonnenschein, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten. Diesmal, was möchten dir deine Ahnen mitteilen? Ja, es ist eine zeitlose Legung. Wann immer du auf diese Legung triffst, kannst du dir die Legung anschauen. Und für alle mit dem Sternzeichen Waage, Aszendent Waage, Mondzeichen Waage oder Venus Waage, wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du das dir anschauen. Schau einfach, ob es mit dir in Resonanz geht. Nimm das mit, was mit dir resoniert und lass den Rest weiterziehen. Wenn du hier ganz neu eingeschaltet hast, dann herzlich willkommen, du liebe Seele. Entspann dich, lehn dich zurück, wir beginnen gleich. An dieser Stelle kurze Ankündigung, und zwar, wenn du Interesse hast, dich an meinem Newsletter anzumelden, unten in der Infobox findest du den Link dazu. Du erhältst eine gratis Schutzmeditation und einmal im Monat Post von mir mit den astrologischen Updates und ein kleines Energy Reading für das Newsletter-Kollektiv und ein paar persönliche Informationen, die ich über mich so teilen werde. Ich freue mich, wenn du auch ein Teil der Newsletter-Community wirst. Und ja, ansonsten private Legungen, Energiesitzungen unten in der Infobox auf meiner Webseite. Wir fangen an. Waage. Ja, Unity, die Einheit. So, wir haben den Hierophanten, ja? Und der Hierophant ist, sage ich mal, sehr spirituell, sehr weise, sehr erfahren. Natürlich auch so ähnlich wie die Hohepriesterin. Ja? Aber auch sehr traditionell. Das zeigt mir deine Ahnen. Also in deiner Ahnenlinie gibt es ganz viele Traditionen, die hier gewertschätzt werden, die immer noch heute in der Familie immer noch einen großen Einfluss haben. Vielleicht auch sehr... Viele, die, sag ich mal, sehr stark religiös oder spirituell sind, das ist, was ich sehe. Meine Frage, Herzen, Botschaft der Ahnen. Botschaft der Ahnen. Ja, du bist sehr hochsensibel, sehr empathisch. Wir haben den Pagen der Kelche, du empfängst hier Botschaften. Awakening. Ich habe auch das Gefühl, dass du hier ganz, ganz viele in deiner Familie, weil du hier aufwachst, ganz viele in deiner Familie jetzt aufwachen, von dir beeinflusst werden zum Positiven. Ja, dass du Menschen dazu bringst, die Dinge auch von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten. Auch habe ich so das Gefühl, dass einer von deinen Ahnen hier ganz stark mit dir in Kontakt treten möchte und dir gewisse Dinge zeigen möchte, wenn du dich dafür auch öffnest, wenn du dich öffnest, hier eine neue Perspektive einzunehmen, dich öffnest für eine neue Perspektive, für einen neuen Blickwinkel, um einfach hier auch deinen Horizont zu erweitern, weil ich sehe, in deiner Ahnenlinie gibt es so diese starre, systemhaltige, so an Dingen hier festzuhalten, Tradition, Kultur, was nicht schlimm ist, aber was ja auch, was mir hier zeigt, ist, dass du derjenige bist, der hier in deiner Ahnenlinie einfach das ein wenig aufrüttelst, hier Einheit schaffst, ja, also auf Menschen hier auf die Gemeinsamkeiten hinzudeuten, anstatt nur auf die Unterschiede, ja, um so hier Gemeinschaften zu bilden, Brücken zu bilden, ist das, was ich spüre. Was möchten dir deine Ahnen mitteilen für mein lieben Waageherzen? Ja, kann auch sein, dass du in deiner Familie derjenige bist, der heiratet jemand von der anderen Kultur. Ja, das ist nur ein Beispiel, um so Kulturen zu vermischen, Einheit zu schaffen. Brückenbauer, ja? Ja, das Ego. Und die vier der Stäbe.
und 3 der Münzen. Also in deiner Ahnenlinie kommt mir hier die Botschaft durch, gab es Zwangsehen, ja, Zwangsverbindungen, Verbindungen nicht aus der Liebe heraus, sondern, ja, das ist so ein bisschen hier eine Thematik, die stark durchkommt, dass da irgendwie die Freiheit gefehlt hat und dass du das Gefühl oder dass auch viele in der Ahnenlinie hier das Gefühl hatten, in ihrem Leben gefangen zu sein. Dadurch gab es auch viele Abhängigkeiten, Mustern, die sich in einer Ahnenlinie hier ausgebreitet haben, sag ich mal so. Nicht zu erkennen, was wichtig ist im Leben, zu spät zu erkennen, was wichtig ist im Leben, zu sehr auf das Oberflächliche den Blick gehalten. Und du bist die Person, die hier wirklich die in die Familie, der goldene Drache. Interessant. Jetzt auch der Drachen, ja, ne? Entweder wirst du hier ein neues Familienmitglied erwarten oder hast ein neues Familienmitglied im Jahr des Drachens bekommen. Oder du bist im Jahr des Drachens geboren, weil das ist hier so voll im Mittelpunkt. Ja, jemand, der hier Frieden, also derjenige, der hier im Jahr des Drachens oder hier auch jetzt ein Kind geboren hat, das Kind wird Frieden bringen, Harmonie. Das Kind wird Welten vereinen. Dein Kind wird Traditionen aufbrechen. Ne? Und wenn du hier das Drachenbaby bist, dann hast du Traditionen aufgebrochen. Interessant. Ja, ich sehe hier zu unterscheiden, wieder mehr Beweglichkeit reinzubringen, mehr Freiheit in die Ahnenlinie, mehr Gemeinsamkeiten, schöne Dinge hier zu erschaffen mit den 3 der Münzen. Ja, deine Ahnen unterstützen dich hierbei auch für diese neue Zeit. Ich spüre, bei dir kommt eine neue Zeit und du wirst darauf vorbereitet, auf die neue Zeit. Und ja, insbesondere, wenn du jetzt hier ein Kind erwartest, definitiv. Du wirst vorbereitet auf die neue Zeit. Auf die neue Zeit. Und das wird dein Kind hier bringen. Also da kommt viel Veränderung. Und es hat damit zu tun, dass du hier alte Muster, die dich hier blockieren, löst. Und dadurch löst du diese Muster auch in deiner Ahnenlinie. Interessant. Wow. Die 333, die 555 könnten hier von Bedeutung sein, ja, könnte deine Lebenszahl sein. Interessant, sehr, sehr. Sehr innig. Ich spüre so eine starke Nähe. Starke. Ja, Phobien, Ängste. Etwas. In deiner Ahnenlinie gibt es hier große Ängste oder Phobien auch, aber auch hier Angst vom Neuen, lieber bei dem Bekannten bleiben, an Altes festhalten, an gut bewährtes festhalten. Das sind hier so ganz starke Ängste und ich sehe, dass du die hier lösen wirst. Ich sehe auch, dass deine Ahnenlinie hier ja, wohlhabend, sehr viele aus dem Wohlhabenden. Einige, die nicht von Anfang an wohlhabend waren, haben sich hier in deiner Ahnenlinie das hart erarbeitet, überarbeitet. Ja? Vielleicht mehr bemerkst du auch dieses Muster. Extrem viel arbeiten, um sich den Wohlstand, die Basis zu leisten und ja, die Fülle. Und ja, das ist so, was ich sehe. Diese Oberflächlichkeit nach außen, wenn in einer Ahnenlinie wurde immer versucht, hier nach oben zu kommen, ja, also immer, wenn jemand nicht im Wohlstand geboren war von deiner Ahnenlinie, wurde hier hart gearbeitet, um das zu erreichen, um etwas zu erreichen, was man weitergeben kann, für der Stäbe, eine Legacy, ja, eine Weitergabe, das ist so, was ich hier sehe. Ich habe das Gefühl, da ist noch was. Deswegen ziehe ich nochmal. Aha.
spirituelle Praktiken. Also da ist definitiv hier in deiner Ahnenlinie gibt es die Gabe, dass sie ganz viele an spirituellen Praktiken gearbeitet haben. Es gab einige, die hier ihr eigenes Ding gemacht haben und nicht direkt an den Traditionen hier festgehalten haben. Da gibt es hier etwas, was du dich verbinden kannst, um auch die Gaben hier in deiner Ahnenlinie zu aktivieren. Ne? Damit wurde schon gearbeitet. Und wir haben hier Erforscher. Ja, da gab es einige wirklich, die hier wirklich erforscht haben, gewandert sind, gereist sind, die Welt entdecken wollten, vieles sehen wollten, neue Dinge aus dem Muster auszubrechen. Das ist so die Thematik, die hier durchkommt. Interessant. Was möchten deine Ahnen? Ja, du hast Optionen. Also egal, was du hier beruflich machst, dir stehen alle Türen offen. Dir stehen alle Türen offen, zu entscheiden, was du möchtest. Deine Ahnen sind hier bereit, mit dir zu arbeiten oder arbeiten auch schon hier mit dir. Ja, definitiv, du bringst Licht und Liebe hier auf die Erde. Ich sehe, dass du hier mit deinem Licht und mit deiner Arbeit hier ganz viele in deiner Familie aktivierst dadurch. Das Licht verteilst und ich sehe auch deine Aufgabe ist es hier wirklich deine auch deine Kreativität hier auszuleben, nicht nur die harte Arbeit. Wo ist die Freude, wo ist deine kreative Energie? Erforsche sie, sei ein bisschen offener, sei ein bisschen verspielter, da ist noch so viel mehr, was ich dir zeigen möchte, wenn du dazu bereit bist. Okay. Irgendwie geht's gerade nicht. Ja, jetzt. Waage, Botschaft von den Ahnen. Wow, die Schatzinsel. Also ich sehe hier sehen ganz viele versteckte Gaben in deiner Ahnenlinie. Es wird Zeit, nach innen dich zu wenden, dich damit zu verbinden und diese zu aktivieren. Ja, am 1.11. habe ich die Kakaozeremonie, wo ich Thema Ahnen und die Aktivierung der Ahnenlinie, also der Segnungen und Gaben der Ahnenlinie mache. Die nächste Kakaozeremonie wird Anfang Dezember sein. Ich schreibe es aber auf jeden Fall noch nachträglich rein, sobald ich das weiß. Aber die Thematik wird wahrscheinlich nicht mit den Ahnen sein. Wir schauen mal, was mich da ruft. Ja, du bist nicht dafür gemacht, hier mit dem Strom zu schwimmen. Du bist dafür gemacht, deinen eigenen Weg, deine eigene Richtung, nicht der Weg, der schon gegangen wurde, sondern deinen eigenen Weg hier zu erforschen. Sich aufzumachen zu neuen Gewässern, neuen Ufern, sehen, was dich erwartet, ein wenig Abenteuer genießen. Ja, du wirst hier geführt. Wenn du bereit bist, du wirst geführt. Deine Ahnen führen dich, dann die Engel führen dich. Du wirst hier geführt. Du gehst den Weg nicht alleine. Dir stehen die Optionen offen, ob du das annimmst oder nicht. Du wirst aber auf jeden Fall hier geführt. Lass los von, sag ich mal, Dringlichkeiten und das muss gemacht werden. Und dieses harte Arbeiten, ich muss schneller und besser arbeiten, ne? Das führt hier zu Überarbeitung und du verlierst so viel wertvolle Zeit und du verlierst den Blick, was ist eigentlich wichtig im Leben. Wir haben hier den Erzengel für Anuel. Hoffnung, Optimismus, Neubeginne. Wenn du bereit bist für den Neubeginn, wird der Neubeginn eintreten. Es fehlt nur dein Ja. Sag Ja. Für meine lieben Waageherzen, was möchten deine Ahnen dir jetzt noch mitteilen? Was solltest du jetzt noch wissen? Abundance. Auch in diesem Leben wirst du diese Fülle erreichen. Wahrscheinlich geht es dir schon finanziell gut oder immer wenn du Fülle brauchst, kommt die Fülle, weil du hast hier einfach den Bezug. Du hast diesen inneren Geldstrom in dir aktiviert oder du
Du kannst darauf intuitiv zugreifen. Ist das, was ich sehe, aber andernfalls sehe ich, dass du diese Fülle erkennen wirst. Und Fülle wird nicht nur in Geld sein, sondern diese Fülle, die das Leben hier mit sich bringt. Weil das Leben ist ein Abenteuer. Es ist ein Sack voller Murmel. Ne? Wir haben hier alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten stehen dir offen. Ich habe auch das Gefühl, sei ein bisschen verspielter. Ja, verspielt. Diese Energie ist ganz anders wie die, die hart arbeitet und kämpft und tut und macht, um irgendwas zu erreichen, was im Endeffekt, wenn du dann zurückblickst in deinem Leben, nicht das Wertvollste war, sondern deine Zeit. Und das, was ich höre, deine Zeit mit deinen Liebsten, deine Zeit mit den Menschen, die Erfahrungen, deinem Weg gegangen zu sein, etwas Neues ausprobiert zu haben. Ja, weil bei dir kommt ganz stark diese Zeit. Zeitdruck, Dringlichkeit, gewisse Dinge müssen zu dem Zeitpunkt gemacht werden oder das muss ich bis dahin erreicht haben. Vielleicht hast du hier so einen 5-Jahres-Plan mäßig, ne? Ich weiß es nicht. Aber lass diesen Zeitdruck, nimm diesen Zeitdruck. Zeit gibt es nur hier. Du hast alle Zeit der Welt. Ja? Und es bringt nichts. Du kannst nur gegen die Zeit verlieren hier auf der Erde, wenn du immer versuchst, mehr zu arbeiten, härter zu arbeiten, um schneller an dein Ziel zu kommen. Die Arbeit wird nicht weniger, ist das, was ich hier spüre. Das wird immer irgendwas zu tun haben. Nimm dir die Zeit für die wichtigen Dinge, vergiss es nicht. Und die wichtigen Dinge übersiehst du. Und interessanterweise haben wir hier auch die 33, also die 33 kommt ganz oft hier durch in deiner Legung. Für einige ist es einfach hier die Lebenszahl. 3 steht allgemein für die Entwicklung, für den Wachstum. Wir haben den Hund, Treue, Schutz. Du bist allerorts wunderbar geborgen, beschützt und behütet. Deine Ahnen beschützen dich, behüten dich. Egal, wo du hingehst, habe keine Angst. Stelle dich deiner inneren Angst. Wir haben den Salamander, Feuerkraft. Feuer, Flamme, Licht, entfache das geistige Feuer deines Seins. Lasse dein Licht funkeln, leuchten und strahlen. Bringe dein Licht zum Ausdruck, ja? Lebe die Leidenschaft, die Leichtigkeit, die Passion, die Freude. Büffel, Überfluss, Beständigkeit. Sei dir treu, bleibe beharrlich und ausdauernd auf deine Vision ausgerichtet. Also ich sehe diesen Überfluss, es ist genug von allem da. Es ist genug von allem da. Was ist die wahre Fülle? Du willst auch Elefant, Weisheit. Deine Vorhaben werden gelingen. Stabilität und Glück kündigen sich an. Deine Ahnen teilen dich hier definitiv mit. Deine Vorhaben werden gelingen. Vergiss aber nicht, immer wieder die Zeit zu nehmen. Ja? Deinen Weg zu gehen, deinen eigenen Weg zu gehen. Neue Dinge auszuprobieren. Botschaft der Ahnen für meine lieben Waageherzen. Botschaft der Ahnen. Hohe Priester, fasse Vorsätze und kreiere. Also du hast hier wirklich nicht die Hohe Priesterin, sondern den Hohen Priester, den haben wir hier zweimal. Es liegt hier an dir. Fasse Vorsätze und kreiere. Du musst jetzt die Führung über dein Leben nehmen, in die Hand nehmen. Nicht das, was deine Familie dir sagt oder was deine Familie von dir möchte, sondern was möchtest du? Direkte Botschaft von den Ahnen. Was sollten mein Lieben, das Waage-Kollektiv jetzt noch hören? Ja, das ist auch, was ich mit dieser Karte spüre. Dein Leben ist dafür bestimmt, ein aufregendes Mysterium zu sein. Lass das, manchmal musst du nicht alles wissen. Gib doch Raum für das Ungewisse. Gib Raum für das Leben. Wenn sich etwas gut anfühlt für dich innerlich, auch wenn andere Nein sagen, mach's lieber nicht, dann folge deinem inneren Gefühl. Botschaft der Ahnen für das Waage-Kollektiv. Du bist gesegnet worden auf deinen Tag. Deswegen erkenne hier Tag für Tag deine Segnungen, die du jeden Tag erhältst. Also es sind die kleinen Dinge und nicht die großen Dinge, es ist bei dir, was ich spüre. Und solange du das nicht erkennst, wirst du deine Aufmerksamkeit auf etwas Falsches richten. Wir haben hier auch eine Segnung
für eine Mutter. Ja? Du bist gesegnet worden hier mit einer wunderbaren Mutter zum einen und zum anderen, wenn du eine Frau bist, dass du hier auch eine wunderbare Mutter wirst. Waage. Und wenn du keine leibliche Mutter hattest oder deine leibliche Mutter dich nicht so für dich da war, wie eigentlich eine Mutter da sein sollte, dann sehe ich definitiv, wurde dir eine mutterähnliche Figur geschickt in deinem Leben. Ja? Die diese Rolle übernommen hat. Wir haben den Jade, Wohlbefinden. Erlangen Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden wieder. Geld ist nicht alles, sondern deine Gesundheit. Und jeden Tag gesund aufzustehen, das ist die größte Segnung, die wir alle bekommen. Und danach zu leben, ist das Beste, was du tun kannst. Wir haben Saphir. Immer sachte. Gehen Sie Ihr Leben und Ihre Arbeit behutsam an, um Gesundheit, Glück und Wohlergehen zu fördern. Nicht schneller, sondern langsamer ist dein Ziel. Das ist, was deine Ahnen dir hier mitteilen. Alles wird zur richtigen Zeit kommen. Geh einen Schritt zurück. Nicht mit der Schnelligkeit wirst du es hier erreichen. Damit schadest du deine Gesundheit. Ja, und damit haben sich wahrscheinlich einige in deiner Ahnenlinie wirklich sich nichts Gutes getan. Okay. Wunderschöne Legung, meine lieben Waageherzen. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu lesen und wir sehen, hören und fühlen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!